Hallo Freunde, schön, dass ihr meinen Kanal gefunden habt, den Kanal Maisusso unterwegs. Und ich bin Jürgen. Ja, ich dachte, es ist mal wieder an der Zeit, den Jakobsweg zu gehen, denn ich hatte lange Sehnsucht danach. Und deshalb habe ich mich aufgemacht, dieses Jahr den Camino Francés zu gehen und bin nach Saint-Jean de Pied-de-Port und bin da gestartet über die Pyrenäen nach Roncesvalles und ja, jetzt bin ich auf dem Weg. Wenn ihr sehen wollt, was alles so passiert und was ich hier für schöne Erlebnisse habe, dann guckt euch meinen Kanal von Zeit zu Zeit an. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal auch abonniert und die Glocke betätigt, denn dann werdet ihr keinen meiner Videos mehr verpassen. Bis später. Tag 13 auf meinem Camino Santiago. Ich bin jetzt in Sarria heute und gehe bis, ich weiß nicht. Das ist die große Treppe von Sarria. Ich glaube, das sind über 50 Stufen, ich zähle sie mal. Aber diese Treppe macht dich am Morgen schon kaputt. So, ich bin jetzt oben. 62 Stufen. Und jetzt ist es 7 Uhr morgens. Blick auf Sarria am frühen Morgen. Guck mal, was für ein Baum. Der ist ja ewig alt. Ne? Warte, das kriegst du noch mal weg. So. Ey, hier stufst du knabbern. Au! So, hier zum Beispiel sind jetzt die Pferde und die Reiter, die also Pilger suchen, die nicht mehr zu Fuß gehen wollen und dann ein Stück in Pferden unterwegs sind. Wir sind eben da unten an mir auch schon vorbei. Aber ihr seht, hier setzt sich jetzt gerade einer drauf. Und da geht er. Das ist Porto Marien hier vor mir. Bin ich also bald da. Das ist die Stadt, die ich am meisten hasse. Aber ich muss da hin. So, das ist jetzt Porto Marien von der Brücke aus.
Gleich geht es da drüben über die Treppe noch mal steil hoch. Und dann ist man erst im Ort. Aber so von hier sieht das zumindest einfach mal bombastisch aus. So, jetzt bin ich in Porto Marin. Ganz unten am Anfang zeige ich euch mal, diese Treppe muss ich da jetzt noch mal hoch. So, und das ist die Brücke über den See. Aber die ist ganz schön lang. Und hier nochmal die Treppe danach. Das ist die Kirche von Porto Marin. So, heute Tag 14 auf meinem Camino Frances. Ich habe Bon Camino. Ich habe Porto Marin verlassen schon und bin jetzt auf dem Weg nach Palasterrey. Es regnet heute noch mal nach einigen Tagen schönen Sonnenschein. Ich muss sagen, mir tut es ganz gut, denn die Füße schwillen nicht so auf und ein bisschen nass. Das macht ja nichts, denn ich habe ja doch die Regencape an. So, gehen wir weiter. Hi. Das ist mein Freund aus Argentinien. Mit ihm habe ich schon zweimal ein Zimmer geteilt. Hello. What's your name? Matthias. Matthias, it's Matthias, a typical German name. Okay, thank you very much. Das ist eine kleine Kirche in Castro Mayor. Und hier nebenan ist ein baufälliger Kuppen oder was das mal war, Stall. In dieser Kapelle sitzt ein blinder Mann, der gegen eine kleine Spende jeden Pilger einen Stempel gibt. Heute Tag 15 auf meinem Camino Frances. Ja, es ist jetzt in der Frühe 8 Uhr und ich habe mein Quartier schon verlassen und stehe hier vor wahrscheinlich der Verwaltung oder Bürgermeisteramt. Da rechts davon. Zeig mal, da geht der Camino jetzt weiter. Da geht es jetzt weiter runter und da mache ich mich auf den Weg. Hier ist einem sicher in der Immobilienblase vor ein paar Jahren ein Traum geplatzt. Ja, einer der typischen, ich weiß nicht, wie man es so sagt, früher wurde da alles mögliche Kostbare zum Essen eingeladen. Ja, hier ist wieder so ein alter Speicher. Da haben die früher ihr Korn und Heu und was alles war eingebracht und vor Mäusen und Ratten und so weiter alles da mit aufbewahrt und geschützt. Kurz vor Melide. Schöne Landschaft hier. So, wir sitzen hier an der deutschen Auberge in Bönte. Und ich habe hier zwei schöne Kollegen kennengelernt. Einmal den... Ich bin Harry und bin 68. Ich mache für den ersten Mal der Camino. Ja. Und will da etwas über erzählen. Okay. And what's your name?
My name is Chris Patkowski and I am from Poland, from Krakow. Also ein Kollege aus Holland. Ein Kollege aus Polen. So, wir lassen die Kamera jetzt einfach laufen und we talk about everything. That's right. Whatever you know. About Camino. There's about the Caminos. About life on the Caminos. So, what's your experience about the Camino? My experience. Well, I walked 8 Caminos. 8? 8. Oh, what? I began my walking when I retired, okay. Because I got more time, yes. As retirees, and I walked first Camino Frances, and the next year I was thinking, well, maybe I will go another one. So year by year, I was following my wishes to go and go and go and walk Camino after Camino, but this one, Camino Primitivo y Camino del Salvador, unfortunately, it's gonna be last one. Mm-hmm. Okay. Und was er nicht gesagt hat nun, er ist mein Bettennachbar heute Abend. You are my neighbor in the sleeping room. Sleeping room. Yes. Mm. And what about your experience about, or what would you like to say about the Camino? This is my first Camino, and I think it's also my last, but it's because of my age. I'm 68 for the moment, and on the way I felt that my body was often tired. Not that it was painful at any way, not at all, but it was tired. And I don't think that it's good for the body to make a challenge like this. I will keep on walking, yes, but not as challenging as the Camino, the François Camino is. Okay, thank you very much for the first statement. So we make a break and then we check the film. Das ist Bönte bei Nacht. Heute Tag 16, glaube ich, auf meinem Camino Frances. So, heute ist Samstag, der 18. September. Ich habe das Quartier verlassen und bin jetzt auf dem Weg nach Lavacolla. Hier noch ein Blick auf Salceda, wo ich übernachtet habe. Und ja, die Sonne kommt schon. Und bald geht es weiter. Hier eine alte Ruine, die also hier verfällt. Seit vielen Jahren kenne ich das schon.
Hier, das ist Tanja. Tanja aus Deutschland und aus Spanien. Lebt in Spanien. Aus Bayern. Aus Bayern, ja, ich weiß ja. Bayern oder Franken? Bayern. Bayern sogar, ja. Okay, lass mal's dabei. Ja, das ist jetzt der Harry, der unterwegs auf die Nase gefallen ist. Hat einfach nicht aufgepasst, aber der liebe Gott, der beschützt ihn. Das ist Lavacolla in der Dorfmitte. So, heute ist Sonntag, letzter Tag. Es geht heute nach Santiago. Leute, guckt euch das jetzt an. Alle die hier im kleinen Rucksack oder kein Rucksack, die wurden heute Morgen alle nach Lavacolla gebracht, im Reisebus und laufen jetzt die letzten 10 Kilometer nach Santiago. Und anschließend erzählen sie dann zu Hause, ich war auf dem Camino. Unglaublich. Guckt euch das mal an. Hier, könnt ihr sehen. Hier auch. Das ist jetzt der Monte de Gozo. Blick auf die Kathedrale vom Monte Gozo. Ich hoffe, man kann sie sehen. Thank you.
Das ist das Finisterre am Nullpunkt. Das Ende der Welt.